Möglichkeiten des Eigenbaus von Antenne, Downconverter und Receiver. Aber nicht jedem ist dies möglich, so etwas selber zu bauen. Und es gibt natürlich im Handel auch Fertiggeräte, unter anderem das MST-100 der Firma Grundig. Diese komplette Meteosat-Anlage wurde uns dankenswerterweise durch die Firma Döbis Deltacom zur Verfügung gestellt. Wir haben dieses Gerät ausführlich getestet und dieser ausführliche Test erscheint dann auch in der nächsten Ausgabe der Fachzeitschrift Telesatellit. Die Grundkomponenten des MST-100 sind eine Yagi-Antenne mit einem Verstärker und einem Down-Converter und dem eigentlichen Wettersatellitenempfänger. Also aus zwei Komponenten besteht diese Anlage. Sie ist daher auch sehr schnell, sehr einfach und ohne Zuhilfenahme eines Experten aufzubauen. Wir sehen hier den Receiver. Er ist nicht größer als ein ganz normaler Satellitenreceiver. Auf der linken Seite der Powerknopf, jedes Gerät. Hier haben wir einen Lautsprecherknopf. Hier können wir die Meteosat-Töne mithören. Und wir können das mal einschalten und hören jetzt das typische Geräusch des Meteosat, nämlich dann, wenn er schreibt, wenn er sendet. Hiermit wird die Diagnose geschaltet zum Selbsttest des Gerätes. Hier das Setup, über können wir verschiedene Dinge abrufen. Modify, um die Empfangsmodus zu verändern. Kanal 1 und 2, Meteosat hat zwei Kanäle. Dann, ob wir über Band einspielen, auch das geht. Und hier das Display, das uns alle Daten zeigt, die wichtig sind. Dann die Bestätigungstaste und die Funktionstasten. Man sieht jetzt, wie das Gerät schreibt. Ein neues Bild wird empfangen und eingelesen. Es ist ein visuelles Bild. Und wir beginnen jetzt zu modifizieren. Das heißt, die Scrollfunktion. Wir können jetzt das Bild nach oben bewegen oder nach unten bewegen. Wir fahren wieder zurück. Wir haben dann die Zoom-Funktion. Wir können Bilder heranziehen. Wir warten, bis das Bild sich ein bisschen mehr nach oben aufgebaut hat und versuchen ganz einfach mal England hinein zu zoomen. Das können wir wieder mit den Steuertasten machen, die wir nach oben, nach unten, links und rechts bewegen können. Wir fahren in Richtung England und Irland, warten, bis das Bild da ist. Jetzt ist es da und ziehen jetzt das Bild noch einmal rein. Es ist ziemlich bewölkt, wir können natürlich in diesem Moment verhältnismäßig wenig sehen. Wir sehen hier die Area, zurück, Zoom wird wieder ausgeschaltet. Aber wir können natürlich diesen Bildern auch Farbe geben, aber auch den Kontrast verändern. Und hier kommen wir in die Farbe hinein. Drei verschiedene Farbmöglichkeiten sind gegeben. Das ist die erste, die zweite und die dritte. Dadurch lässt sich manches besser darstellen, obwohl der Meteosat in Schwarz-Weiß natürlich sendet. Über die Taste Modify können wir nun bestimmen, ob wir ein Einzelbild empfangen wollen oder eben als sogenannter Wolkenfilm. Das kennen Sie von der Tagesschau her. Er hat insgesamt hat er zwei Memory-Bänke. Wir können über die eine Memory-Bank den Film laufen lassen mit sechs Bildern und über die andere können wir das laufende Bild laufen lassen. Oder beide Banken belegen mit 12 Bildern. Dann ist natürlich der Lauf der Wolken viel, viel schöner darzustellen, als wir es hier im Moment jetzt gleich tun werden. Wir sehen es hier, eine Nachtaufnahme und dann kommen die Tagaufnahmen. Es ist am frühen Morgen aufgenommen, da ist noch die letzte Nachtaufnahme drin. Das ist jetzt mit 6 Bildern dargestellt. Mit 12 geht es natürlich wesentlich besser. Auch die Schaltzeiten sind einstellbar, wie schnell dieser Film laufen soll. Wir haben es wieder ausgeschaltet und sind jetzt wieder auf dem aktuellen Bild drauf, visuell und eben C03, also oben links oder nordöstlich im Nordatlantik. Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen, ohne große Komplikationen, mit einem sehr gut gestalteten Handbuch dabei, das auch auf die Grundlagen des Meteosat-Empfangs eingeht. Das Buch erscheint ist in englischer und deutscher Sprache dem Gerät beigelegt.
Die Qualität der Antenne und auch des Receivers ist wirklich erstklassig zu nennen. Umlaufende Satelliten kann er nicht, also nur geostationäre Satelliten. Aber Sie haben hier die Möglichkeit, über dem Meteosat natürlich auch nachts oder am Abend die Bilder des Geosatelliten aus Amerika und des GMS aus den asiatischen Ländern zu empfangen. Also praktisch die Erde rund zu gucken. Wir haben hier den Anschluss. 12 Volt oder 8 bis 30 Volt können Sie von außen das TC zuführen, wenn Sie mobil unterwegs sind, zum Beispiel auf einem Segelflugplatz, oder 220 Volt. Das ist also eine recht praktische Angelegenheit. Wir haben hier den Ausgang zum normalen Fernsehgerät und hier auch den SCART-Ausgang, eventuell zu einem Videorekorder. Auch da können wir die Bilder abspeichern. Also man braucht nur einen normalen Monitor, keinen Computermonitor. Und hier können wir auf einem Tonbandgerät die Audiotöne abspeichern und auch wieder einspielen, kriegen dann wieder eine Bilddarstellung. Also entweder über den Videorekorder oder eben die Audiotöne abgespeichert auf einem normalen Tonband- oder Kassettenrekorder. Hier haben wir dann den LNB-Eingang. 5 Volt sitzen da drauf zur Versorgung des Down-Converters. Und eben der Signaleingang. Auch hier die Anschlüsse einfach und übersichtlich und auch durch den Laien leicht nachzuvollziehen. Die Yagi-Antenne besteht aus der eigentlichen Antenne und hinten dran einem Reflektor und innen drin wassergeschützt dann der eigentliche Konverter mit Verstärker. Die Antenne wird grob ausgerichtet, zum Beispiel in Mitteleuropa 30 Grad Elevation und in Richtung Süden. Der Öffnungswinkel ist verhältnismäßig groß. Und wenn man also diese Antenne in Mitteleuropa in Richtung Süden ausrichtet, wird man also auch sofort bei ungefähr 30 Grad Elevation sofort auch aus dem Kontrolllautsprecher die ersten Signale hören und kann es dann auf Maximum einstellen. Wir sehen hier den Anschluss, F-Konnektor, etwa 15 Meter Kabel werden komplett mit Steckern beigeliefert und innen drin wassergeschützt dann der eigentliche Konverterverstärker. Der F-Connector für außen ist wassergeschützt, der hat einen kleinen O-Ring drin. Und die Anlage bekommen Sie bei der Firma Döbis Deltacom GmbH im Gewerbegebiet D56244 Sessenhausen, Telefon 026 26 170 20 und Fax 026 26 170 22. Für den Fachhandel gibt es ausgesprochen günstige Angebote, die der Fachhandel dann bestimmt an seinen Endkunden weitergeben wird. Und wir haben es mal durchgerechnet, es ist nicht teurer als der Selbstbau.